So, meine Lieben, ich habe wieder mal was zum Vermieten, was sehr, sehr schön ist. Wir sind hier direkt in Kestel und wir haben hier vorne den Strand und die Wohnung ist nicht direkt an der Hauptstraße, sonst wäre es zu laut, man hört es ja hier schon. Ja. Und es ist eine saubere, gepflegte Wohnanlage. Es ist eine Dreizimmerwohnung, möbliert, wunderschönes Gebäude. Ich bin gleich da, ich dusche. Der Pool wird auch gerade gemacht und wir haben hier der Pool wird gerade gemacht und Servus und Katzenbabys haben wir auch hier. Also wir sind mitten in Kestel und eine wunderschöne Dreizimmerwohnung, eine große Dreizimmerwohnung mit lauter Babykatzen. Vielen Dank, vielen Dank. Und schaut mal her, wie schön der Eingang ist. Top-Eingang. Und wir haben sogar hier Briefkästen, wo aber nicht genutzt werden. Wunderschön sauber. Und Aufzug, sogar grüner Zettel. Aber da die Wohnung im ersten Stockwerk ist, nutze ich jetzt nicht den Aufzug. Schaut euch das an. Top gepflegt. Drei-Zimmer-Wohnung. Strand ist in der Nähe, mein Café ist in der Nähe. So. Und immer schön Schuhe ausziehen. Die Wohnung ist möbliert. Und hier seht ihr schon einen riesigen Garderobenbereich. Und hier haben wir Waschmaschine sogar da. Und das klappt man so auf und so zu. Das ist eine spezielle Technik. Dann also alles bereit, startklar mit einem Bosch-Durchlauferhitzer für die gesamte Wohnung. Und hier haben wir ein Schlafzimmer. Schon möbliert, wie gesagt. Hier ist Platz für den Fernseher, wenn man möchte, auch im Schlafzimmer einhaben will. Klimaanlagen sind da. Hier ist das zweite Schlafzimmer. Auch wieder mit Klimaanlage. Und hier haben wir das Hauptzimmer, eine wunderschöne Dreizimmerwohnung. Spülmaschine, alles da. Kühlschrank, alles vorhanden. No Frost Kühlschrank. Die Tür kann man hier aufmachen, wenn man mal was Größeres transportieren möchte. Also, sie wird möbliert. Möbliert vermietet und ihr wisst ja, die Preise explodieren. Hier haben wir einen riesen Balkon mit Steckdose für den Elektrogrill, yes, und Wasseranschluss für die Pflanzen. Ich denke mal sowieso in einer Minute ist die Wohnung wieder vermietet. Hier haben wir dort den Strand. Beach Club gibt es links und rechts verschiedene. Wir sind in Kestel. Mahmutlar fängt erst nach dem Hotel hier an. Okay? Also, meine Lieben, wer Lust hat, meldet sich. Miete beträgt bei jährlicher Zahlung 3000 türkische Lira und bei monatlicher Zahlung 3500 türkische Lira. Also, ihr habt alles mit zum Nutzen und vergisst nicht, möbliert ist halt teurer und es gibt eh keine Wohnungen, leider. Und wer Lust hat, meldet sich und schreibt mir sofort. Ab 1. Juli muss vermietet werden. Also wir können nicht 2-3 Monate warten. Wer sie nimmt, muss ab 1. Juli zulangen. Also schreibt mir bitte und lang zu. Wann ihr aber einzieht, das ist eure Sache. Hauptsache die Miete kommt. Okay? Und ich würde schon jährlich empfehlen und dann spart ihr euch halt viel Geld. Okay, so viel von mir. Nochmal hier ein kleiner Durchlauf. Die Wohnung selber wäre eigentlich sehr leise, wenn man die Fenster zumacht. Ich filme jetzt nochmal vom Balkon und dann könnt ihr euch entscheiden. Hier die Straße zur rechten Seite und hier nochmal
Wunderschön, gefällt mir, gefällt mir. Nebenkosten sind 150 türkische Lira im Monat, also 15 Euro circa. Okay? Liebe Grüße, bis später.